Ja, hier im neuen Zimmer, aber das werde ich euch wahrscheinlich ein anderes Mal zeigen. Das ist ein paar Apfelschalen. Ja, ich schiebe meine Äpfel. Nur ein kurzes Video. Ich habe das zwar gerade schon mal aufgenommen und 16 Minuten gelabert, weil ich über so viel wieder gelabert habe. Aber ich möchte es doch mal ein bisschen kürzer halten. Und zwar geht es darum, woher sozusagen die Energie kommt. Eigentlich ist das nicht das Hauptthema. Ich habe das Hauptthema gerade vergessen, zumindest die Überschrift. Ich wollte eigentlich nur darüber reden, dass, genau, dass der Körper meiner Ansicht und meiner Erfahrung nach nur Stoffe verwenden kann, die er auch, oder Stoffe optimal verwenden kann, die er einfach zu einer Flüssigkeit verarbeiten kann. Also im Körper werden Stoffe in erster Linie, zumindest in biologischen Systemen, durch Flüssigkeiten transportiert. Und der Körper muss alles vorher sehr gut verflüssigen, um es optimal im Darm aufnehmen zu können. Wir sind eigentlich ein System, unser Körper ist sozusagen, man kann es in etwa vergleichen mit einem Röhrensystem, wo alles mit Flüssigkeiten funktioniert und wir halt zu einem sehr, sehr großen Anteil aus Wasser, aus Flüssigkeit bestehen. Und deswegen ist es auch sinnvoll, Nahrungsmittel auszuwählen, die sehr einfach vom Körper zu verflüssigen sind, also ohne größeren Energieaufwand. Man kann sagen, die Energie kommt daher, wie einfach oder wie schwierig der Körper es hat, Stoffe, die man zuführt, die man der Verdauung zuführt, zu verflüssigen. Also das ist nicht ganz richtig, die Energie ist immer da, die kommt nirgendwo her aus von irgendwelchen externen Sourcen, die kommt von dir selber, die Energie, die ist immer in dir selber da, man kann es auch Gottes Liebe nennen, wenn man es abstrakt ausdrücken möchte, oder Gottes Geist, und die wird am klarsten dann sein, je weniger zusätzlichen Aufwand man im Körper mit der Verdauung macht und um Stoffe halt, um dichte Stoffe zu verflüssigen. Das schafft der Körper entweder gar nicht, so wie bei Fleisch, oder er schafft es nur sehr geringfügig. Sogar bei Wurzelgemüse wie Möhren, roher Möhren oder rohen Sellerie ist das nicht wirklich gegeben. Das meiste kommt einfach hinten wieder raus. Wenn man hingegen frische Früchte nimmt, sei es saftige Früchte oder auch cremige Früchte wie Banane oder Avocado, nimmt man so ein Stück Banane, zerreibt es in den Händen, bleibt davon nichts mehr übrig. Die verschwindet einfach. Es bleiben vielleicht so ein paar kleine Punkte übrig und das ist dann das, was hinten wieder rauskommt, aber mehr bleibt davon nicht übrig. Und dann versucht man eine Möhre zu zerreiben und das wieder verschwindet. Das ist eher nicht so möglich. Deswegen, frische Früchte ist King. Aber ich denke mal, Blattgemüse, das kann man zwar auch nicht gut zerreiben, aber wenn man wirklich sehr gut kaut, und da komme ich darauf hinaus, was ich in dem Video eigentlich vermitteln möchte, dann wird das, denke ich mal, auch ganz gut verflüssigt werden können und aufgenommen werden können. Wobei das meiste auch da hinten wieder rauskommt. Aber Gemüse kann teils ganz wichtig sein, sage ich mal, je nachdem, wie rein der Körper ist. Selbst Trockenfrüchte haben eine ganz andere Wirkung auf den Körper als frische Früchte. Da kann man auch mal den Selbsttest machen. Also nach Trockenfrüchten, wenn ich davon schon 50 bis 100 Gramm esse, merke ich sofort, wie ich krass Energie kriege. Aber die kriege ich nicht einfach so quasi. Die ist so sofort nach 1 bis 2 Minuten da und wirklich richtig krass, dass ich das Gefühl habe, richtig schnell lossprinten zu wollen, weil ich so krass Energie dann habe, weil einfach die Rückvergiftung enorm gestoppt wird. Und wenn etwas die Rückvergiftung, also die Entgiftung, die immer stattfindet, so enorm stoppen kann, dann muss dieses Lebensmittel selber schon eine Eigenschaft haben, also sehr dicht sein, um das überhaupt bewerkstelligen zu können. Und Trockenfrüchte erzeugen in meinem Körper auch wieder ein bisschen Hunger und ein bisschen Entgiftungssymptomatiken, deswegen versuche ich das zu meiden. Was ganz gut sein kann als Backup ist, die Trockenfrüchte einzuweichen. Ein paar Minuten reichen schon und da könnt ihr den Selbsttest machen.
dass ihr zum Beispiel trockene Datteln oder Feigen oder Rosinen oder Pflaumen esst und zum Vergleich dann halt mal ein paar Minuten eingeweichte Trockenfrüchte. Deswegen wird auch empfohlen, also Pflaumen haben ja so eine so sekundäre Pflanzenstoffe oder so, die leicht abwirkend werden, und da wird ja auch empfohlen, die über Nacht einzuweichen, weil dann kann der Körper die Inhaltsstoffe viel besser halt aufnehmen und das Lebensmittel auch wieder einfacher verflüssigen. Und ich denke mal, dass das Wasser dann auch wieder ein bisschen strukturiert wird, dadurch, dass die Früchte das aufnehmen und wieder einbauen in sich. Aber wenn man die sogar 24 Stunden lang einweichen lässt, dann werden die Enzyme wieder aktiv, die Früchte werden aktiv, fangen an zu schwingen, was man dann auch messen kann. Und ja, dann hat man auch wieder ein Nahrungsmittel, nicht nur ein, sage ich mal, Stopfmittel oder Rückvergiftungsstopfmittel, was ja auch teilweise sinnvoll sein kann. Aber zur Not, um Rückvergiftung zu stoppen, einfach ein paar Minuten in gefiltertes Wasser reinlegen oder reinwerfen. Aber wenn man es halt wirklich als Mahlzeit nehmen will, würde ich schon 24 Stunden empfehlen. Das werde ich auch wahrscheinlich machen, mal demnächst mal ausprobieren, so lange einzuweichen. Einfach aus dem Grund, weil man halt nicht viel qualitatives Obst hier in Deutschland kriegt, außer man sucht sehr lange. Da versuche ich das mal wirklich, ob das als Backup funktioniert, auszuprobieren. So, und die Kernsache ist halt wirklich, besonders wenn man halt noch Lebensmittel isst, die nicht so einfach zu verflüssigen sind, da ist wirklich die Kernsache sehr, sehr gut und sehr, sehr lange zu kauen. Früher dachte ich, dass das wichtig wäre, heute weiß ich, dass es nicht nur essentiell ist, sondern wirklich sehr, sehr essentiell. Es wird zu sehr vernachlässigt, habe ich gemerkt, und dann mache ich da auch die Erfahrung mit, wenn ich das halt vergleiche, wenn ich halt etwas nicht so gut kaue und etwas sehr, sehr gut und lange kaue, dann wird es im Mund, also da findet natürlich schon die Vorverdauung statt, und nicht nur auf enzymatischer Ebene, also auf biologischer oder biochemischer Ebene, sondern auch auf physikalischer Ebene. Und das ist halt natürlich sehr von Vorteil und sehr sinnvoll, das so weit zu kauen, dass das ein Brei ist, ein richtig schöner, feiner Brei, der halt so eine Vorstufe schon von flüssig ist oder quasi schon flüssig ist, man könnte sagen quasi flüssig. Und das kann dann sehr gut mit den weiteren Magensäften, also deutlich einfacher, ich stelle mir gerade Nüsse vor, zerkleinert werden und weiter verdaut werden. Hier vibriert gerade ein bisschen was, weil, glaube ich, ein Flugzeug gerade vorbeifliegt. Hier ist der Flugplatz Weeze in der Nähe direkt die Nachbarstadt. Und dann kann es vom Dünndarm und, keine Ahnung, Dünndarm erstmal sehr gut zu einer weiteren Flüssigkeit verarbeitet werden, beziehungsweise da ist dann schon quasi eine Flüssigkeit, beziehungsweise quasi eine Flüssigkeit, keine Ahnung, so genau weiß ich jetzt auch nicht. Und kann dann sehr gut weiterverarbeitet und aufgenommen werden, vor allen Dingen vom Körper. Und dichte Lebensmittel, die können wirklich nicht, da kann wirklich nicht sehr, sehr viel von aufgenommen werden. Deswegen würde ich auch immer ganz gerne empfehlen oder ans Herz legen, Gemüse zu Säften zu verarbeiten, Gemüse verflüssigen. Also die Ballaststoffe können da auch ganz sinnvoll sein. Und es kann auch ganz sinnvoll sein, meine Obstmahlzeit mit Gemüsemahlzeit zu ersetzen, weil unser Obst ja wirklich oft belastet ist, oft auch keine Qualität hat, oft zu überzüchtet ist auf Zucker und teilweise sogar übersäuert. Deswegen, also bei mehr als 3 Supermarktbananen kriege ich Sodbrennen und ein Gefühl von Übersäuerung. Dass man, da können Ballaststoffe und Gemüse allgemein sinnvoll sein, aber halt eigentlich in den meisten Fällen nicht, außer man ist noch stark mit Schlacken voll und stark vergiftet. Man kann auch einfach mal so einen Tag in der Woche einlegen, wo man halt nur Säfte trinkt. Und ich würde stark empfehlen, halt wirklich Gemüse, also immer mehr dahin zu gehen, Gemüse zu verflüssigen, damit der Körper das überhaupt richtig aufnehmen kann. Und deswegen kann damit auch Krebs geheilt werden, indem man wochenlang ausschließlich Gemüsesäfte trinkt, weil Gemüse ja sehr viele Mineralstoffe haben, sekundäre Pflanzenstoffe, sehr wertvolle Stoffe, Chlorophyll und so weiter. Und durch diese Säfte kann es halt viel besser aufgenommen werden und gleichzeitig wird nicht so eine Verdauungsarbeit, wird dem Körper halt die Verdauungsarbeit abgenommen, das in Flüssigkeiten umzuwandeln. Wir sind ein Röhrensystem und wir sind Wasserwesen sozusagen. Und deswegen sind
Säfte eigentlich das Optimale, sage ich mal. Das kann man halt auch dauerhaft machen, sich dauerhaft so ernähren. Man ernährt sich sowieso nicht von Materie, außer höchstens von dem Licht da drin oder von dem, was man damit verbindet. Wenn man positive Gefühle mit dem Essen verbindet, das mit Liebe zubereitet, dann ernährt man sich halt davon. Oder wenn halt irgendwelche Bauern sehr viel Liebe in ihre Früchte stecken, dann äußert sich das auch in der Schwingung der Früchte, dann isst man sozusagen die Liebe dieser Bauern. Und das kann einen natürlich schon auf gewisser Ebene ernähren, aber man kann es im Prinzip auch selber. Das ist eigentlich nur so ein Krückstock sozusagen, bis wir halt wieder gelernt haben, aus unserer eigenen Energie uns komplett zu nähren, falls es in dieser toxischen Umwelt nochmal irgendwann funktionieren wird. Ja, deswegen sind Säfte noch besser als eine Monofrucht. Fruitarian Diet, deswegen ist die Liquidarian Diet eigentlich überlegener, weil wir im Grunde halt Wasserwesen sind und Säfte am besten verwerten können, ohne, also mit am wenigsten Aufwand, weil wir im Prinzip die Energie halt sowieso vom Feinstofflichen kommt und immer da ist und das dann halt am wenigsten zusätzliche Arbeit verursacht. Aber wie gesagt, Früchte und so weiter kann der Körper noch ganz gut und ganz einfach verflüssigen. Gemüse könnte man dann halt eher Gemüsesäfte nehmen, immer mehr dahin gehen, außer man braucht das mal, um sich zu erden oder halt Ballaststoffe zuzuführen. Trockenfrüchte ein paar Minuten einweichen oder 24 Stunden. Alles andere, falls es noch was anderes gibt, so wie Nüsse oder so, sehr, sehr gut und sehr lange kauen. Natürlich bei Obst und Gemüse aber auch. Dann isst man auch wieder viel bewusster insgesamt. Einmal mit 2S und mit einem S, das ist. Und sonst noch was? Trockenfrüchte einweichen. Es gibt natürlich auch frische Datteln, das ist auch natürlich eine Möglichkeit, Gemüse zu säften. Allgemein natürlich sind Säfte ganz gut. Vielleicht auch mal einen kompletten Fastentag in der Woche. Ja, mehr habe ich dazu auf die Schnelle nicht zu sagen. Das wollte ich kurz sagen. Mit dem Röhrensystem. Naja, egal, keine Ahnung, wie die Überschrift heißen soll. Bis dann.